und sie herzlich gegrüßt. Ich nehme Drums auf für das Album danach, namens das Album danach. Ich bin fertig geworden, also glaube ich, dass ich fertig geworden bin, mit Staffel 1 Großes Haus. Okay, mach ich nochmal. Ich wollte gerade mit Griff ins Klo beginnen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Bestimmt kriege ich das auch anders. Nee, ich mach das nicht nochmal. Jetzt höre ich mich. Ah, sehr gut sogar. Und es wird auch nicht früher. Hallo und willkommen zurück im Internet. Ich bin so gut ausgekiet wie nie zuvor. Das liegt an meiner grandiosen Beleuchtung hier. Guck mal, ich habe hier ein Loch im Kopf. Noch eins, witzig. Wir haben den 18.8., wie man unschwer erkennen kann, auf diesem hochmodernen Kalender von meiner Oma Maria, den ich damals als Kind schon manipuliert habe und an der Zeitlinie rumgepfuscht, sodass Tomaten nie passiert sind. Und die Bundesliga hat wieder angefangen. Bayern hat nicht gewonnen, Dortmund hat hoch gewonnen, so kann es bleiben. Und deswegen mag ich hier mal gerade ein Projekt öffnen von einem Song über Fußball. Er heißt Verliebt. Später wird man sagen, es ist FC Baums Fußballalbum. Bin ein bisschen verschnupft und high on Hustensaft. Oh. Der Song selbst heißt Griff ins Klo und ich nehme jetzt zuerst nicht die Vocals auf, sondern die Vocals, für die ich in den Main Vocals keine Luft mehr habe. Was gibt's Neues? Es ist meine Best-of als CD erschienen. Ha, krass, das wird Witzigkeit. Auf CD erschienen, das hat den Löwenanteil meines Urlaubsgeldes verschlungen. Wer das schon hat, das sind leider nicht allzu viele, der hält da sehr große Stücke drauf. Es sind 23 Songs drauf. Natürlich ist auch Latte Macchiato drauf, natürlich ist auch Dosenbier drauf. Zu kaufen auf meinen Konzerten, die nie stattfinden, weil ich mich nicht traue, mich auf Konzerte zu bewerben. Weil dann könnten Leute ja Ansprüche entwickeln, denen ich dann nicht gewachsen sein würde. Möglicherweise. Ihr könnt es alternativ natürlich auch auf Spotify streamen. Wenn ihr Latte Macchiato circa 800 Mal hört auf Spotify, habe ich auch genug Einnahmen, um mir einen Latte Macchiato. Vielen Dank im Voraus. Es geht weiter. Das Album danach ist schätzungsweise bei 95%. Ich habe jetzt vor kurzem... Da, ich habe einen Mauszeiger in meinem Loch im Kopf. So, guten Morgen und willkommen in Köln. Hier werden letzte Gitarren aufgenommen für das Album danach, namens das Album danach. Ja, und heute geht's weiter. So, eine Neuerung im Verhältnis zu den Jahren davor. Ich f*** mich nicht ab. Bin da genügsam geworden in den letzten Jahren. Das ist für ein Lied namens Staffel 1, was im Wesentlichen drei Lieder sind. Diese sind die letzten guten Gitarren, die ich noch nicht vermischt habe. Dann werde ich noch für zwei, drei Songs A-Gitarren aufnehmen und dann werde ich noch Percussion aufnehmen. Und dieses Album wirklich. Mit einem nachhaltigen Papierstrohhalm aus der Tabellenführertasse. Und dann lass uns mal gucken, was... Klingt auch nicht gut. Klingt auch nicht gut, dann lassen wir es so.
So, das waren die Billo-Gitarren, ja, Billo geht so, also die nicht über einen Amp aufgenommenen Gitarren hier, die rein aus der Niere kommen, diese Niere hier, die immer noch lebt. Deswegen muss ich nur punktuell so ein paar Gitarren ersetzen, die nicht so gut klingen. Und die Spur heißt Bickenfender, weil die in Bickendorf aufgenommen wurden, im neuen Proberaum von Fail, die auch noch leben. Ah, okay, ich verstehe. Ich neige dazu, ich habe mich endlich emanzipiert von dieser Symmetriesucht. Neige seitdem aber dazu, alles sehr rechtslastig zu machen, vor allem was Gitarren angeht. Und deswegen habe ich hier eine Gitarre, die eher rechts ist, aber irgendwie nichts, was das ausgleicht, weil links passiert gar nicht so viel. Auf die Anzeigetafel ist ein langer Weg. Ah, da Fender Chords 3. Da habe ich mir richtig Zeit genommen damals. Gut, sehr gut. Bester Mann, Alter. Richtiger Ehrenrockstar. So sah ich das vom Oberrang. Gefühlt war ich ein Leben lang verlegen. Da wollte ich so einen Schleudereffekt noch mit rein. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ich öffne einen Browser. Ist ein Gegner von Mario. Ihr kennt jeder. Freesound.org. Habe ich jetzt hiermit genamedropped. Wonach suche ich eigentlich? Okay, kommt in die engere Auswahl. Gesundheit. Kling. Wisst ihr was? Es klingt, als würde ein Enderman sterben. Alter. Alter. Auch nähere Auswahl? Auch nähere Auswahl? Moin, ich bin Baum und ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen. Und ich versuche heute mal mit Schlagzeug fertig zu werden für das Album danach, namens das Album danach. Inzwischen steht fest, es wird am 2.11. rauskommen. Das ist dann nämlich 666 Tage nach etwas. Ja, und ich hatte ein, zwei Schlagzeuge davon schon mal aufgenommen. Und ich hatte vergessen, den Ton anzumachen. Die haben irgendwie kein Signal abgekriegt. Oh, die Datei wurde nicht gefunden. Was? Fängt klasse an. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier habe ich Fraktal-Claps. Fraktal deswegen, ich weiß nicht, das haben viele, wenn nicht alle bestimmt. Hier, also ich habe zuerst zweimal und dann einmal. Und das ist irgendwie unfair, weil es muss ja dann nochmal andersrum. Also erst einmal, jetzt geht's aber weiter. Zweimal, einmal, einmal, zweimal. Und dann kam erst einmal, zweimal, zweimal, einmal. Also fange ich mit. Und so geht das durch den ganzen Song. Ich wollte es euch nur erklären, kurz, dass ihr die eine Weile auch ein bisschen näher beleuchtet habt. Aber wenn man es leise... Ah, als Maul. Apropos Alarm. Dieses Jahr gibt es nicht nur das Album danach, namens das Album danach, sondern auch das neue Erntealbum, das meiner Meinung nach beste Erntealbum bisher. Habe ich das schon erzählt? Ich bin jetzt Drummer auch bei Ernte 77 aus Köln, die mir beigebracht haben, dass ein musikalisches Kappa ungefähr so klingt. So, was warst du jetzt hier? Ja, moin nochmal, Der Datenträger ist nicht mehr lesbar, seit ich... es ist ein Spaß der Technik. Okay, das reicht mir. Ich habe gestern auch noch nicht den perfekten Winkel gefunden, um... Audiosmog zu minimieren und einfach darauf vertraut, dass die Mucke laut genug ist. Sehr gut, ich entscheide einfach gerade, dass das für Staffel 1 das dann war. Das war. Ah ja, das passt schon. So, wenn wir den jetzt noch nach links und rechts packen, dann klappt das nicht, weil es eine Monospur ist. Aber das ist eine Stereospur. Und dafür die beiden vielleicht ein bisschen lauter. Baustelle,
Ja, übrigens hier, diese Kapok macht die ganze Zeit dieses. Außer an der Stelle, da habe ich mir Autotune und Pitch Shift im Gesamtmix. Geht fast schon. Wird sich auch nichts dran rütteln. Okay, sind wir schon fertig? Ich höre mir mal gerade nur die Gitarren an. Ein Anschlag so ein Müh zu früh. Ich glaube, hier einer von denen. Überhört, dass sie nett aussah vom ja, Elfmeter-Punkt. Genau der. Ja, nehmen wir so. Vom Elfmeter-Punkt. Müssen wir natürlich jetzt die Gesänge auch ein bisschen mehr aufdrehen, wo eine Gitarre mehr im Mix ist und es kommt auch noch A-Gitarre. Also das ist einer von, glaube ich, 3 Songs, in die A-Gitarre noch reinkommen. Ah ja, genau, das wollte ich, hatte ich auch noch vor. Seid ihr auch Bungee-Jumping? Ich wollte die Vocals noch mehr knackig machen. Und nicht mehr im Land. Hallo, das ist gut. Das ist ganz gut. Gerade ist nur wusste ich seither nie weiter. Und daraus wird und doch wusste ich seither nie. Wie ihr euch sicherlich gedacht habt, eine Anspielung auf massive Töne. Das Team macht weiter wie seither mit neuer und sie ist pleite. Naja, beinahe. Eins meiner 90er Jahre Lieblingslieder. Alter, ich war gestern auf einer 90er Party, die keine 90er Party war. Weil der DJ zu jung war, um die 90er erlebt zu haben, zumindest bewusst. Würde ich verzeihen, wenn das nicht so ekelhaft geremixed wäre auf so ein Shisha-Bar-Beat. Buh, 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 buh. Ding, dong, ja, ja, kein Fernseher. Und dann zeige ich euch noch so ein paar MIDIs. Übelst gut. Oh, habe ich jetzt kurz was gespoilert. Und, warte kurz. Dieser Synthi hier. Es ist die Syd Barrett-Melodie, also die Syd Barrett-Melodie. Und das ist mein Versuch, darzustellen, wie sich eine Hochzeit von innen anhört. Hier, das ist der Alarm in voller Länge. Das ist auch ein Original-Sample. Minimal ein- und ausfaden, dass das nicht ploppt. Normalerweise wird erstmal eine Szenerie aufgebaut und dann wird sie zerstört. Das ist jetzt bei den letzten 3 Alben, wenn nicht noch mehr Alben, passiert. Dieses Album fängt sehr düster an und führt dann langsam über Umwege zu einem Happy End. Die Wolken klaren auf. Der Himmel klart auf. Papa hat gesagt, von vor 100 Jahren endgültig entschieden. Papa hat gesagt, wird nicht mit aufs Album kommen. Wir werden ihn auch erstmal nicht aufnehmen. Für die erste Single kommt am 11. September raus. Ich weiß gar nicht warum. So, Schisser. Auch hier gibt's wieder einen Fernseher. Und eine Oase. Das ist 7 Minuten lang. Und dann fängt hier das eigentliche Staffel 1 an. Ein Bestandteil des Songs, der kommt später auch nochmal. Da muss ich mich mit Meredith Brooks noch um die Rechte kloppen. Nicht wahr? Ja, klar. Mag halt gute Musik. C-Pizza. Mit Hilfe meines neuesten Instrumentes, was kein Instrument ist, sondern nur ein Controller. Der zweitgünstigste.
Und dann kommt erstmal 30 Sekunden Eurodance. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man Eurodance macht oder Trap macht und es einfach trotzdem mache, weil schön drauf, das ist für mich Punkrock, also Metapunk. Ist halt ein Insider, ne, für Zeitgenossen von damals. Deswegen heißt dieses Lied nicht Missverständnis. Was ist das hier? Ach, das sind nur MIDI-Spuren, genau, weil da singe ich durch einen Vocoder. Kennst du Vocoder? Das ist was anderes als Autotune. Ah, warte mal, ich habe den Vocoder gar nicht hier installiert. Mit ihmchen hier keine Melodie haben. So, und er hat keinen Eingang. Das ist natürlich tragisch. Diese Lied über Fahrradketten. Weniger Synthis als Wirsch-Instrumente, zum Beispiel Otto das Otamaton. Was kann ich denn von dir erwarten? Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Auch diese Lied ist ein Intertextualitätsmonster, aber halt nur in Nuancen. Yeah. Oh, Joey Cape ist live. Oh Mann. Das gehört mir nicht, das gehört Kati und Danone aus dem Social Club. Aber weil Kati schon wieder schwanger ist, wird das, glaube ich, so bald nicht mehr gebraucht. Boing. Oh, der ist niedlich. Der klingt nach Staxel. Ich bin mal zu 100%. Was? Ist er eigentlich hier? Nee, eigentlich ist hier, weswegen ich auch immer noch diese archaische Frisur drüber lege, solange das gar nicht mehr geht. Wer es schon hat, dem gefällt's. Punkt. Boah, Kappa war auch mal so ein Ausrüster, ne, für Trikots und so. Aber die konnte ich alle immer nicht ernst nehmen. Tschüss. Und was willst du von mir?